Ich kenne den Strand schon seit meiner Kindheit. Damals gab es noch 50 Meter lange Holzstege, über die wir bis zum Meer gegangen sind. Heute reicht das Wasser schon bis zum Deich und hat ihn stellenweise bereits überspült. Es gräbt sich darunter und trägt den Sand weg. Dadurch hat sich der Deich abgesenkt und das Wasser kann darüber fließen. Das Meer arbeitet sich immer weiter vor und kommt ständig näher. Unaufhaltsam nagt das Meer am Land. Im Vergleich zu anderen Regionen Frankreichs steigt der Meeresspiegel in der Camargue infolge der globalen Erwärmung am schnellsten an. Das ist hier die Herausforderung der Zukunft. Ich heiße Aurélie Renaud und bin Manadière. Das heißt, ich züchte Camargue-Stiere in Sainte-Marie-de-la-Mer. Für die Menschen in der Camargue sind Manadiere sehr wichtig. Sie sind selbst keine Stars, aber sie besitzen die Stars, die Stiere. Manadiere kümmern sich um den Fortbestand der Stiere, die für sie höchste Priorität haben. Sie sind Teil ihres Lebens. Sie werden beim Dorffest präsentiert. Und die Manadiere behalten Stiere und Pferde stets im Blick. Aurélie hält 250 Stiere, ausschließlich für die Teilnahme am Stierkampf in der Camargue, dem symbolträchtigen Sport der Region. Die Manade oder Herde von Aurélie gehört zu den ältesten in der Camargue und ist heute bedroht. Umgeben von Meer, Rhone und Brackwasserseen kann es bei bestimmten Stürmen, wie damals im November 2019, für sie gefährlich werden. Als wir um 7 Uhr aus dem Fenster sahen, war noch alles okay. Nach dem Frühstück stand das Wasser schon im Hof. Eine halbe Stunde und alles stand unter Wasser. Da wurde es ernst, denn bei der Geschwindigkeit konnten wir die Tiere nicht rechtzeitig rausholen. Das war unmöglich. Überschwemmungen sind nur ein Aspekt der Probleme, mit denen Aurélie konfrontiert ist. Durch die globale Erwärmung verändert sich das gesamte Ökosystem der Region. Wir müssen unsere Tiere 11 Monate im Jahr füttern und geben ihnen zusätzlich Heu, weil unser Land nah am Meer liegt und alles versalzt. Da wächst nur wenig Gras, denn Salz ist ein Unkrautvernichtungsmittel. Die Weiden haben nur noch geringe Qualität. Außerdem regnet es immer weniger, sodass der hohe Salzgehalt der Erde bestehen bleibt. In den letzten Jahren ist es für uns immer schwieriger geworden. Das Heu für die Tiere kostet mehr als 80.000 Euro pro Jahr. Ein astronomischer Betrag für den Betrieb. Wir dachten, wir können nicht so viel Geld in Futter stecken, dass wir dann auf den Boden werfen. Deshalb wollten wir unser Heu selbst machen, denn kaufen ging nicht. Und so machen wir das jetzt. Wir sind Selbstversorger. Das kostet zwar auch noch was, weil wir dafür Land im Norden pachten müssen, aber die Kosten sind geringer, als wenn wir das Heu kaufen würden. Aurélie gibt trotz all der Probleme nicht auf. Ihr Vater hat ihr und ihrer Schwester Aude den Betrieb vermacht und so führen sie ihn weiter. Unsere Manade gibt es seit 1904. Im nächsten Jahr feiern wir ihr 120-jähriges Jubiläum. In der 6. Generation der Renault, vom Vater über den Sohn bis zu mir und meinen Töchtern Aurélie und Aude. Weibliche Manadiere sind selten. Heutzutage gibt es welche, aber früher gab es sie nicht.
Ich habe die Aufgabe akzeptiert und stehe voll und ganz dahinter. Tatsächlich habe ich meinem Großvater und meinem Großonkel die Übernahme vorgeschlagen, weil ich dazu bereit war. Dieser Betrieb hat eine so lange Geschichte und ich möchte nicht, dass sie aufhört. Ich möchte nicht, dass die Arbeit meiner Vorfahren nach meinem Vater nicht mehr fortgeführt oder in die Hände von jemand anderem gelegt wird. Also führe ich sie fort. Aber ich muss sie auch gut machen und darf nichts vermasseln. Wir müssen nachdenken, antizipieren, kalkulieren und den ganzen Betrieb insgesamt gut führen. Aurélie weiß, dass ihr Land den Angriffen von Meer und Salz nicht ewig standhalten kann. Irgendwann wird die Manat nur durch einen Umzug überleben können. Dann werden sie und ihre Tiere Klimaflüchtlinge in der eigenen Region. Seit dem 19. Jahrhundert versucht der Mensch, die Camargue urbar zu machen. Im Osten und Westen wird dieses Gebiet aus Sümpfen, Teichen und Salzwasser von den beiden Armen der Rhône begrenzt. Nach den tödlichen Überschwemmungen von 1856 ließ Napoleon III. Kanäle bauen und entlang des Meeres Deiche errichten, um die Wellen abzuhalten. Für eine gewisse Zeit konnten größere Schäden verhindert werden, doch der Temperaturanstieg durch den Klimawandel verschärft die Gefahr von Katastrophen. Seit den 1990er Jahren verwüsten neue Überschwemmungen die Region. Wissenschaftlern zufolge wird der Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts wohl um 40 bis 60 Zentimeter ansteigen. Der Großteil der Camargue liegt nur weniger als einen Meter über dem Meeresspiegel. Seit den 1950er Jahren ist das Meer um 300 Meter vorgerückt. In der Camargue wird intensiv erforscht, wie man auf die Folgen des Klimawandels reagieren kann. Magali ist Fotografin. Sie dokumentiert die Entwicklung und Veränderung der Camargue. Früher gab es hier viele Dünen mit Vegetation. Das war richtig schön. Aber jetzt ist hier nur noch ein Kiesstrand mit mehr oder weniger kleinen Kieseln. Die ganze Landschaft verändert sich blitzschnell. Das macht Angst. Infolge des Temperaturanstiegs werden die Stürme immer heftiger. Der letzte ist noch gar nicht so lange her. Man sieht nicht mal mehr eine Möwe hier. Alles ist weg. Hier befand sich mal eine mindestens 4 Meter hohe Düne, die in den letzten Tagen vom Sturm und den Wellen weggerissen worden ist. Es macht traurig, das zu sehen. Das wirkt fast schon apokalyptisch. Wirklich traurig. Ihr Werk erzählt von einer Welt, die verschwindet. Man muss die richtigen Momente einfangen, damit man das Vorher und Nachher zeigen kann. Passiert all das hier in der Camargue wegen des Klimawandels? Mit ihren Fotos bezeugt sie die dramatische Entwicklung der Region. Um den Rückgang der Küste zu dokumentieren, schaut sie von oben drauf. Früher wirkten die Dünen wie die Sahara. Jetzt sind sie überschwemmt. Wind und Wasser haben alles ausgelöscht. Nach dem Sturm ist alles überschwemmt. Eigentlich reicht eine Sandbank bis dahin, aber jetzt steht sie unter Wasser. Nicht wiederzuerkennen. Magali fällt es immer schwerer, die Orientierungspunkte für ihre Fotos wiederzufinden. Dieser Anblick tut weh, denn es sieht alles völlig anders aus als zu der Zeit, als ich diesen Golf entdeckt habe.
Das Mittelmeer ist komplett in die Sümpfe hineingeströmt. Die mit Linien und Farben spielenden Fotos von Magali gehen um die Welt. Sie dokumentieren die Verletzlichkeit dieser Region. Wir können die Natur nicht bekämpfen. Sie tut, was sie tun muss und gewinnt die Oberhand über Maßnahmen des Menschen. In der Camargue sind geschätzt 32.000 Menschen direkt vom steigenden Wasser bedroht. Man steht morgens auf, sieht aufs Meer, spürt Freiheit und Weite. Ist ganz allein im Boot. Das ist Freiheit. Ich heiße Christophe Mondé und bin Fischer und Gastronom. Unter der Woche Fischer, am Wochenende Gastronom. Los, komm schon. Wenn der nicht läuft, muss ich das Netz mit der Hand ziehen. Meine Eltern waren Fischer. Am Wochenende bin ich ab und zu mitgegangen, um Taschengeld zu verdienen. War ganz normal. Christophe fischt im Golf von Bauduc, seit er 12 ist. Er erlebt, wie die globale Erwärmung das fragile Gleichgewicht unter der Wasseroberfläche stört. Zurzeit haben Brassensaison. Etwas später im Winter auch Barsch und Steinbutt, aber vorwiegend Brassen, wenn es überhaupt welche gibt. In letzter Zeit wird das Ökosystem zunehmend durch marine Hitzewellen gestört. Manchmal dauert sie einen Monat lang. Im August ist das Meer sehr warm. Das geht schon eine Weile so. Sogar jetzt ist es noch warm. Im Hochsommer 2023 lag die Wassertemperatur bei über 30 Grad. So hoch wie nie zuvor in der Camargue. Eine direkte Folge davon, Christophe, gehen ganz neue Arten ins Netz. Schnecken sind auch neu. Meeresschnecken. Das ist ärgerlich, denn viele bleiben in den Netzen hängen. Es gibt auch immer mehr Quallen, die das Fischen behindern, weil sie sich im Netz verfangen. Eine Qualle wiegt zwischen 4 und 6 Kilo. Und es gibt auch noch größere. Wenn die im Netz hängen, ziehen sie es durch ihr Gewicht runter. Und man kann nicht mehr fischen. Es gibt neue Arten in den Gewässern der Camargue. Doch die Fische, die Christophe fangen will, werden immer seltener. Eine Sardelle. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs Brassen. Eine marmoriert. Ein Seebarsch, eine Seezunge. Das ist alles. Magere Ausbeute, Mist. Die Anzahl der Fische nimmt ab. Und der Sandstreifen, über den Christophe seinen Fangplatz erreicht, wird immer schmaler. Bald kommt er nicht mehr hin. Ich gehe dorthin, solange es möglich ist. Eines Tages wird es nicht mehr gehen. Vielleicht in 10 oder 15 Jahren. Mal sehen, was die Zeit bringt. Bis dahin mache ich einfach weiter.
Aber die Vorstellung ist schmerzhaft und tut weh. Auch Aurélie macht trotz Überschwemmungen, Stürmen und Salz, das die Weiden vernichtet, weiter. Nach der Auswahl der Stiere geht's in die Arena. Heute findet in der Gemeinde Bellegarde die Corsa Carmaguenca statt. Ein Ereignis, das sich hier niemand entgehen lässt. Von April bis Oktober wird sie in allen Dörfern der Region veranstaltet. Manadiere präsentieren dabei ihre besten Stiere. Aurélie nutzt die Gelegenheit, um Touristen von ihrer Herde zu erzählen. Sie spricht die Probleme an, mit denen sie konfrontiert ist. Wir haben etwa 250 Rinder auf rund 1000 Hektar Land. Wie viel es genau ist, wissen wir nicht, weil es am Meer und an einem Arm der Rhone liegt. Das Meer rückt vor und der Lauf der Rhone verändert sich. Deshalb wissen wir nicht genau, wie viel Hektar Land es wirklich sind. Und wie alt sind die Stiere? Einer ist 5, einer 4 und einer 3. Der Jüngste hat erst an einer Corsa teilgenommen. Das ist seine zweite. Eins, zwei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Willkommen, meine Damen und Herren. Der Club Turin Jeunesse Bellegardaise freut sich, Ihnen heute diesen Kampf der Liga Occitaniens mit den Stieren der Manaden Layal, Juge und Renault zu präsentieren. Meine jungen Herren Raseteure und Tourneure, nehmen Sie zur Capellado bitte Ihren Platz ein. Sie müssen ihn reizen, aber ihm ist's egal. Anders als beim Stierkampf wird das Tier hier nicht getötet. Die Raseteure müssen von den Hörnern des Stiers eine Schnur entfernen. Langsam wird er munter. Ein subtiles Spiel zwischen Mensch und Tier. Mit Provokation, Ausweichen und Akrobatik. Er ist gut, denn er bleibt nah an der Bande, anstatt in die Mitte zu laufen. Das macht es den Raseteuren schwer. Die Begeisterung des Publikums gibt Aurélie Kraft für ihren eigenen Kampf. Dieser Stier gehört zur Manade Renault. An schwierigen Wintertagen, wenn wir allein sind, wenn es kalt ist und wir trotzdem draußen sind, dann erinnern wir uns an die Momente, die uns die Stiere geschenkt haben. Als sie uns in der Arena alle Ehre gemacht haben und wir stolz auf sie waren. Als ihnen das Publikum applaudiert hat. Bei diesen Gedanken wird uns warm ums Herz und wir vergessen die schwierigen Zeiten. Unsere großen Stars, die Superstars unter den Stieren, durch die wir im Mittelpunkt standen und die uns natürlich auch Geld eingebracht haben, die wollen wir bis zu ihrem Ende bei uns behalten und sie als Teil unserer Familie begraben.
Unserer Tradition nach werden sie stehend begraben, also auf ihren vier Beinen. Stolz wie ein Camargue-Stier mit erhobenem Kopf. Stolz auf seinen vier Beinen stehend, mit Blick aufs Meer. Zu den Wahrzeichen der Camargue gehören neben Stieren und Pferden auch Vögel. Wenn Magali keine Luftaufnahmen macht, dokumentiert sie die verschiedenen Arten, die im Delta leben. Der bekannteste Vogel hier ist der Rosa Flamingo. Am Rosa Flamingo gefällt mir vor allem der anmutige, sanfte Gang mit den grazilen Schritten. Die Camargue gehört zu den größten Feuchtgebieten Europas. Fast 400 Vogelarten leben hier. Magali trifft sich heute mit Frédéric, der einen Vogelpark betreibt. Die zwei Vögel da, die ab und wieder auftauchen, das sind kleine Schwarzschnabeltaucher. Diese Vögel überwintern hier. Da hinten links, siehst du? Ein Reiher auf der Lauer am Rande des Schilfs. Wunderschön. Ja. Super. Wir müssen leise sein. Was für ein schöner Moment. Echt entspannend. Anhand der Fotos verfolgt Magali Veränderungen an der Vogelpopulation. Ein Barometer des Klimas. Ein Storch, siehst du? Da drüben. Vor 20 Jahren gab es hier nur wenige. Aber heute nisten in der Camargue mehrere Dutzend Paare. Viele Vögel überwintern hier. Man sieht auch neue Arten wie den Ibis. Von dem gab es ursprünglich so gut wie gar keine hier. Aber heute sind es mehr als 3000 Paare. Der Ibis kommt wegen der globalen Erwärmung in die Camargue. Normalerweise zieht dieser Vogel nach Nordafrika oder Südeuropa, wie Spanien und Portugal. Doch seit 2-3 Jahren kommt er hierhin. Sie fliegen los. Im Moment scheinen den Vögeln die höheren Temperaturen zu liegen. Wenn es um die Vögel und die Natur geht, mache ich mir keine großen Sorgen, denn die passen sich offenbar an. Sie sind dazu in der Lage und besitzen eine ungeheure Resilienz, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Deshalb habe ich in dieser Hinsicht keine Bedenken. Aber für den Menschen ist die Entwicklung der Camargue ein Problem. Welchen Platz wird er in den kommenden Jahren hier einnehmen? Christoph hofft, dass der Mensch noch lange in der Camargue bleiben kann. Er hat sein ganzes Leben hier verbracht und kennt die Sümpfe und Strände seit seiner Kindheit. Mit den Fischen versorgt er sein kleines Restaurant im Delta, das er mit seiner Frau Muriel und seiner Mutter Sophie betreibt. Hoppa. Das ist Fischsuppe mit Krabben- und Fangschreckenkrebsen. Im Restaurant gibt es seit Jahren nur ein Menü. Fischsuppe, Muscheln und gegrillten Fisch. Ich werfe immer mal einen Blick drauf und prüfe mit dem Messer. Wenn es durch ist, ist's gut. Es sind einfache Zutaten, doch die sind immer schwieriger zu beschaffen. Früher habe ich Fangkörbe aufgestellt, um Krabben für die Suppe zu fangen, aber seit 2 Jahren gibt's keine mehr. Also bestelle ich Krabben und Krebse beim Fischhändler. Seltsam, dass es keine mehr gibt, aber irgendwie habe ich's geahnt.
Es ging klar bergab und irgendwann gab es gar keine mehr. Es macht mehr Spaß, selbst gefangenen Fisch zu benutzen, als ihn zu kaufen. Der ist nicht so gut. Man fühlt sich nicht als Fischer, sondern nur als Gastronom. Es ist nicht dasselbe, wenn man den Fisch kauft. Nach der Arbeit besucht Christoph seinen Onkel. Der lebt an einem speziellen Ort. Wo gehst du hin? Bodyk ist ein Dorf mit Strand, das zwischen Meer und Teichen liegt. Riecht gut. Nach Fisch? Gegrillt im Fisch. Bist du den Geruch nicht leid? Hier achtet jeder auf Veränderungen des Meeresspiegels. Ist gesunken. Ja, stark gesunken. Zum eigenen Schutz haben Georges und die anderen einen kleinen Felsdeich gebaut. Doch er wirkt dürftig angesichts des unaufhaltsamen ansteigenden Meeres. Wir mussten einen Sattelschlepper mit Rollen holen und ich habe einen Bulldozer gekauft. Wir hatten einen Baggerlader und einen Lastwagen und haben gearbeitet, wann wir Zeit hatten. Für den Deich haben wir Kieselsteine aufeinander geschichtet und wenn es irgendwo ein Leck gibt, flicken wir es mit weiteren Kieseln. Jede kleinste Lücke muss sofort geschlossen werden. Bodyk ist ein zeitloser Ort. Auch wenn das Wasser steigt, Georges wird in der Nähe seines Hauses bleiben. Ich bin nicht bereit zu gehen. Ich fische hier. Seit 57 Jahren lebe ich hier und bin jetzt 71. Ich werde hier sterben und meine Asche wird hier bleiben. Ich habe den anderen gesagt, ich passe auf euch auf, damit ihr keine Dummheiten macht. In der kleinen Welt der Corsa Camarguenca weiß jeder um die Herausforderungen für Aurélie und ihre Manade. Heute werden sie, ihre Schwester und ihr Vater, für ihre Verdienste um den Stierkampf geehrt. Dieses Jahr haben wir, anders als zuvor, ein Casting für Manadier durchgeführt. Wir wollen damit hervorheben, dass junge Frauen eine wichtige Rolle in der Zucht von Manaden spielen und nicht nur am Herd. Wir haben Aude und Aurélie Renaud gewählt, die ich jetzt zu mir bitte. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir als Erste gewählt wurden und hoffen, dass uns viele Frauen nachfolgen werden, die diese Auszeichnung verdienen und sich genauso darüber freuen wie wir. Also vielen Dank an alle. Super mit den Pferden im Hintergrund. Die Auszeichnung empfindet Aurélie als berufliche Anerkennung und als Ermutigung zum Weitermachen. Jeder ist sich der aktuellen und zukünftigen Probleme bewusst. Wir wissen, dass wir auf sie zählen können, wenn es eine Überschwemmung gibt und wenn es wegen des Salzes für die Tiere schwierig wird. Wir wissen, dass Menschen da sind, die uns auf jede erdenkliche Weise helfen werden. Deshalb fühlen wir uns nicht allein und spüren die Unterstützung. Das ist gut für unsere Stimmung und macht uns Hoffnung für die Zukunft. Angesichts der Klimakrise ist die Solidarität der Menschen in der Camargue notwendiger denn je. Nur so können alle hier eine Zukunft haben.